Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von LändeTV, der Tag am heutigen 20. Mai 2016. Wie unschwer zu erkennen, sind wir heute wieder außer Haus, genauer gesagt direkt bei der Motocross-Strecke Möckers, neben mir MCC Möckers Präsident Gregor Wucher. Hallo. Gregor, ADAC MX Masters steht am Wochenende auf dem Programm. Ich glaube, eine Riesenveranstaltung wieder hier in Möckers. Ja, nach 2006 und 2010 sind die ADAC MX Masters, das ist die internationale deutsche Meisterschaft, wird bei uns in Möckers zu Gast. Wir freuen uns natürlich, dass wir die Verantwortung über diese Veranstaltung übertragen bekommen haben. Und wir haben sie gerne übernommen. Und es ist eine Riesensache für uns natürlich als Club, dies zu bewältigen. 25 Nationen, 240 Fahrer, es ist einiges los auf der Strecke und vor allem, es gibt hochklassigen Motorsport. Es gibt absolut hochklassigen Motorsport. Es sind die Top-Piloten aus ganz Europa. Etliche WM-Teilnehmer natürlich hier am Start. Es sind übrigens bis 280 Teilnehmer in drei Klassen. Es werden auch die Junioren, also Youngster Cup und Junior Cup, die zukünftigen Weltmeister hier zu bewundern sein. Was wurde von Seiten des Clubs alles unternommen im Vorfeld, um auch wirklich perfekte Bedingungen zu haben hier in Möckers? Ja, wir haben einiges adaptiert von der Strecke. Ist, der weltweit bekannte Streckenbauer Freddy Verstraten zeichnet verantwortlich für das Design von der Strecke. Da haben wir einiges neu gemacht. Ein komplett neu aufgestellter Waschplatz haben wir gemacht und vieles drumherum, die ganze Infrastruktur eigentlich auf Vordermann gebracht, dass wir dieses große Event hier überhaupt über die Bühne bringen. Gregor, die ersten Fahrer sind schon da, die ersten Wohnmobile sind da. Im Hintergrund beim Sägewerk in Möckers gibt es das große Truck-Fahrerlager. Ist das öffentlich zugänglich auch? Das Truck-Fahrer ist natürlich öffentlich zugänglich und da ist der große Red Bull Truck vom ADAC. Hier findet in der Mittagspause eine Autogrammstunde mit Topstarts statt und ist natürlich Suzuki Quad Parcours und Hüpfburg für die Kinder sozusagen, für die ganze Familie ist natürlich hier viel, viel geboten und natürlich muss ich doch erwähnen, der Gratiseintritt bis inklusive 14 Jahre für die Kinder haben wir extra familienfreundlich hier gestaltet, damit die ganze Familie hier Riesenspaß hat bei uns. Also Spaß ist garantiert am Wochenende in Möckers und für Sie, liebe Zuseher, gibt es jetzt die aktuellen News des Tages. Vorarlberg zählt bereits zu den Bundesländern mit der geringsten Zahl an Verkehrsunfällen und Verkehrstoten. Geschwindigkeitsüberschreitungen und spärliche Abstandeinhaltungen stehen jedoch an der Tagesordnung. Die Polizei will dagegen Maßnahmen setzen. Wir haben im Schnitt in diesem Jahr 385 Geschwindigkeitsübertretungen pro Tag festgestellt. Das lässt für mich den Schluss zu, dass die Strafen, die ausgesprochen werden, zwar lästig, aber nicht schmerzhaft sind. Das heißt, ich bin dafür, dass über die Strafhöhe nachgedacht wird, wie es auch in Nachbarländern der Fall ist, wo mitunter eine deutlich geringere Kontrolldichte ist, aber die Leute sich dann doch daran halten aus Angst der hohen Strafe. Wir fordern eine Verkehrsbeeinflussungsanlage auf der A14 und der S16. Diese optischen und elektronischen Anzeigentafeln könnten dann individuell auf das Verkehrsgeschehen eingreifen, könnten die Verkehrsteilnehmer warnen vor zum Beispiel Staus oder bei der Witterung Nebel, Glätte, Schneefall etc. Bei der Kontrolle bekannter Suchtgift-Treffpunkte an öffentlichen Orten, Bahnhöfen und Seeanlagen wurden mehrere verdächtige Personen kontrolliert. Insgesamt wurde 8-mal Anzeige nach dem Suchtmittelgesetz erstattet. Eine Frau wurde wegen Suchtgiftschmuggels vorübergehend festgenommen. Sie erwartet eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch. Und die Dornbirner Stadtvertretung hat aufgrund der Zunahme von verschmutzten Bereichen am Bahnhof Dornbirn beschlossen, die Zone, in welcher Alkoholkonsum verboten ist, zu erweitern. Diese umfasst Gehsteige und Hausvorplätze bei den Gebäuden Bahnhofstraße 23 und Poststraße 1, in dem das Jugendinformationszentrum AHA untergebracht ist. Auch die ÖBB haben am Bahnhof Dornbirn ein Alkoholkonsumationsverbot im Rahmen der geltenden Hausordnung eingeführt. Soweit also die aktuellen News des Tages. Wir sind immer noch hier direkt bei der Rennstrecke Möckers. Am Samstag und am Sonntag geht hier ja das große MX-Weekend über die Bühne. Mitgefahren wird bei den ADAC MX Masters, deswegen bei uns Dieter Porsche. Herr Porsche, ADAC MX Masters, hochklassiger MX-Sport ist zu sehen hier bei uns in Vorarlberg, oder? Ja, wir freuen uns wieder riesig, oder was hier in Vorarlberg zu sein. Das dritte Mal jetzt und endlich wieder in Möckers. Also es ist für uns immer ein Erlebnis. Wie gesagt, traumhaft schöne Kulisse. Hier Motocross-Rennen auf dem Niveau zum Fahren ist auch für uns immer ein Erlebnis, obwohl wir das jetzt schon sehr, sehr oft machen. Aber es ist eigentlich für unser Erlebnis und für die Teilnehmer hier zum Fahren. Möckers ist ja das einzige Rennen, das in Österreich stattfindet von der ADAC MX Masters Serie. Ganz kurz zur Serie. Gefahren wird wirklich hochklassiger MX-Sport, oder?
Ja, wir haben eigentlich Weltklasse und europäische Spitzenklasse in der Serie. Wir haben immer wieder gute WM-Fahrer. Wir haben eigentlich die kompletten Nachwuchs, oder was der sich in Europa herauskristallisiert, durch unsere Nachwuchsserien im Junior Cup und im Youngster Cup. Also man sieht die Weltmeister von morgen auch in den Nachwuchsklassen hier. Ein internationales Starterfeld also hier in Möckers. Ich sage vielen Dank und bei Ihnen, liebe Zuseher, geht es jetzt weiter mit den aktuellen Sportnews. Abgang beim Alpler HC Hart. Kreisläufer Peter Dudasch kehrt nach seinem 7 Monate andauernden Engagement in seine Heimat zurück. Der Nationalspieler spielt in der kommenden Saison beim slowakischen Topclub HKM Sala. Ja, im Hintergrund deutlich zu sehen, die letzten Vorbereitungen auf das MX-Wochenende hier in Möckers sind in Hochtouren am Laufen. Möckers nicht nur bekannt für Spitzen-Motocross-Sport, sondern auch für die Party danach. Dietmar Ruck, Vizepräsident vom MCC Möckers. Der Samstagabend, immer eine totale Party, Freinacht quasi in Möckers, oder? Ja, es sieht so aus. Ich meine, Samstagnacht ist bei uns wirklich ein Highlight. Neben dem Sportlichen natürlich kommt die Party natürlich bei uns nicht zu kurz. Wir haben heuer das größte Zelt ever. Wir haben 65 Meter lang und 20 Meter breit, mit inklusive Anbau, mit Party und allem Möglichen. Es gibt zu essen, es gibt zu trinken, es gibt Brassclub, es gibt wirklich alles, was das Herz begehrt. Wir erwarten sehr viele Zuschauer und ja, wenn das Wetter mitspielt, so wie es aussieht, wird es Tag und Nacht ein Highlight werden. Kann ich jedem versprechen, der kommt. Wetter gut ist gut und ja, wir sind voller Zuversicht. Und wahrscheinlich wenig Schlaf wird es geben für dich am Wochenende. Ja, das bin ich gewohnt am Motocross-Wochenende. Es verkraftet man in meinem Alter. 1-2 Nächte gehen schon noch, wo man sich um die Ohren schlägt. Und ja, wie gesagt, voller Einsatz auch von der ganzen Bevölkerung. Ich muss sagen, ohne die Unterstützung von Möckers und ohne der Einwohner und der Vereine von Möckers ist so eine Veranstaltung natürlich nie und nimmer zu stemmen. Wir haben ungefähr 200 freiwillige Helfer, die das Ganze uns helfen zu organisieren. Und das ist natürlich eine super Sache, auch fürs ganze Dorf. Eine tolle Sache also in Möckers. Danke, Dietmar. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den Schlagzeilen von morgen in den Fallberger Nachrichten. Der Landesrechnungshof untersuchte, wie es in der Fallberger Verwaltung um die Mittel zur Korruptionsbekämpfung bestellt ist. Es fängt schon mit der Frage einer Einladung zum Kaffee an. Professor Zekira Saidini ist an der Universität Innsbruck für die Ausbildung von islamischen Religionslehrern zuständig. Mit dem Verhalten des in Vallberg suspendierten Islamlehrers hat Saidini nichts am Hut. Und gilt als Knackpunkt, der Streit um den Sozialplan für die Belegschaft der Spinnerei Feldkirch geht weiter. Die Schlagzeilen der Vallberger Nachrichten also schon heute hier bei uns auf Lände TV. Wie unschwer zu erkennen, sind wir immer noch hier in Möckers direkt bei der Motocross-Strecke. Am Samstag und am Sonntag geht es hier ja rund. Und der Mann, der für die Informationen sorgt rund um das Renngeschehen, ist Lukas Kreusing. Lukas, im Hintergrund der Sprecherturm, dein Zuhause für die kommenden 2 Tage. Immer wieder besonders auch, die Zuschauer zu informieren. Ja, natürlich, wenn man so einem Event seine Stimme schenken darf, dann ist das sehr, sehr cool. Und gerade natürlich dieses Jahr bei den ADAC MX Masters, wo wir echt viele Zuschauer erwarten und wo auch, ja, wo einfach professionelle Fahrer auf der Strecke sind, macht es natürlich umso mehr Spaß, hier die Zuschauer zu informieren. Was wird dein persönliches Highlight sein am Wochenende? Mein persönliches Highlight, ganz schwierig zu sagen, aber natürlich sind es am Sonntag die Rennen, weil das sind 6 Rennen. Klingt nicht viel, aber die Qualität, die spricht eben für sich und deswegen sind es einfach schlichtweg die ganzen Rennen, die stattfinden und das ist mein persönliches Highlight. Hochspannung also garantiert. Wir sind auf alle Fälle mit dabei und ich würde sagen, Sie schauen einfach am Montag wieder rein, wenn es wieder heißt Lände TV der Tag. Sie sehen jetzt noch das Wetter. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind. Danke und tschüss. Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen 8 und 16 Grad, der Wind weht mit 9 km/h aus Südosten. Ein herrlicher Frühlingstag erwartet uns morgen Samstag. Nach klarer Nacht und dementsprechend frischem Morgen scheint die Sonne nahezu ungetrübt und erwärmt Boden und Luft rasch. Mit deutlich über 20 Grad geht es durch den Nachmittag. Dünne Wolkenschleier, die hoch oben durchziehen, stören kaum. Am Sonntag ist es erneut sehr sonnig und frühsommerlich warm. Föhn kommt auf. Bis zum Abend ziehen dann mehr und mehr Wolken durch. Am Montag bringt eine Kaltfront einen Temperatursturz um etwa 10 Grad und viel Regen. Der Dienstag ist stark bewölkt bei Temperaturen von 8 bis 12 Grad.